Einen schönen guten Morgen vom Silvensteinspeicher. Ich stehe jetzt hier mehr oder weniger mittig. Direkt hier vor mir, dieser erste kleine Hügel, ist der Jägerbergl mit 988 Meter. Und dahinter im Nebel der Hühnerberg, so leicht links zu sehen mit 1397. In der Mitte, natürlich dahinter, Schöpfeneck mit 1623. Und noch ein Stück dahinter versetzt, was man so leicht erahnen kann, denke ich, das Dürrenbergjoch mit 1835 Metern. Dann dort mehr oder weniger durch die Schlucht durch, wo dieser leicht abfallende Hang ist, ist dann linker Hand Lerchkogel mit 1688 Meter und rechts der Hügel über den Baumspitzen von dieser Rundung ist der Kotzen mit 1771 Meter. Ja, so, und ich bin jetzt hier zwischen Fall und Längeriss und stehe mehr oder weniger hier auf so einer Staumauer und genieße gerade so ein bisschen die Aussicht. Natürlich morgens um 8 noch nicht so hell, wie es sein könnte, aber auch so ein bisschen immer noch diesem Nebel geschuldet, was im November halt hier normal ist. Das Wasser sieht aber echt super aus, hat einen schönen Farbton und auch drumherum diese herbstlichen Wälder finde ich sehr schön. Hier einmal der Blick auf die gegenüberliegende Seite, wo das Wasser dann da unten ausgeleitet wird. Da hat man auch nochmal eine schönere Vorstellung von dem Grünton, denke ich mal, weil da schon so ein bisschen Licht drauf schimmert. Und im Hintergrund sieht es echt so aus, als wenn die Sonne heute eine Chance haben könnte. Ja, wenn solche Schilder kommen, dann sollte man aufmerksam werden. Aber die Schranke steht ja neben der Straße. Daher alles gut. Ich gehe jetzt nochmal hier zu dieser Aussichtsplattform. Also es sind 3,5 Grad gewesen im Auto oder am Autothermometer. Aber durch den Wind hier ist das echt frisch, muss ich ja mal so sagen. Sage ich mittlerweile, glaube ich, in jedem Video. Aber vielleicht liegt es einfach daran, weil es so ist. Aber so ganz hinnehmen kann ich es auch noch nicht. Aber rein optisch hier ein Träumchen. Ja, hier gibt es mal wieder so eine Erklärung, und zwar der Silvensteinspeicher, so benannt nach einer natürlichen Engstelle im oberen Isartal, staut neben der Isar auch deren Seitenflüsse Dürrach und Walchen auf. Dadurch entstand ein fjordartiger See, der sich so natürlich in die Berglandschaft einfügt, als sei er ein Relikt aus der Eiszeit. Seit seiner Inbetriebnahme im Jahr 1959 dient der Speicher dem Hochwasserschutz für die unterliegenden Gemeinden und Städte, insbesondere der Landeshauptstadt München. In Trockenzeiten dient er der Niedrigwasseraufhöhung der Isar. Daneben hat sich der Speicher zu einem Anziehungspunkt für Naherholung und Fremdenverkehr entwickelt. Der Speicher bietet Lebensraum für seltene Tiere und Pflanzen. So viel dazu. Und schön ist er auch noch. Ein paar Kilometer weiter sieht es dann schon so aus in dem nächsten Nebenarm. Ist echt klasse. Und noch einmal ein Blick aus dem Auto, weil ich gerade hier an einer Ampel stehen muss, wo die Brücke renoviert wird oder saniert. Also ich muss sagen, dieser Silvensteinspeicher war jetzt eine Empfehlung von einer Zuschauerin hier mit dem Synonym Laura. Und das ist echt eine tolle Empfehlung gewesen, weil das lag eigentlich nicht direkt auf meiner Route, sondern so ein bisschen abseits, ich sag mal so 10 Kilometer. Aber es wäre schade gewesen, hier das Ganze nicht zu sehen.
Weil man hat ja solche Ecken dann auch im Hinterkopf für die warme Jahreszeit und dann ist das hier bestimmt ein Traum. Oder wenn zumindest Sonne da wäre. Danke dafür. Und direkt hier am See, seht ihr die Entfernung, gibt es sogar Feuerstellen, wo man sich hinsetzen kann. Weltklasse. Viel mehr braucht man doch nicht. Das müsste ein Übernachtungsplatz sein, dass man abends hier schön Lagerfeuer macht und sich einen schönen Abend macht.